Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ja, im Chat geht schon ordentlich ab. Und ja, ich habe mir gedacht, heute, es war wieder, ich glaube, meine Streams sind meistens immer relativ spontan, habe ich mir gedacht, wir bauen einfach mal für die Sims 4 so ein kleines Weihnachtshaus. So ein bisschen was Winterliches, so wo man sich doch in der kalten Jahreszeit gerne hinversetzt oder gerne hingehen würde, so in Urlaub oder so, wäre bestimmt ganz cool. Letztes Mal, ich glaube, einer meiner ersten Streams war ja dieser, ich zeige euch, dass ich nicht bauen kann, Stream, und da haben viele von euch gesagt, dass das, was ich so gebaut habe, doch gar nicht so schlecht aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, bauen wir doch einfach nochmal ein Häuschen. Ich bin gespannt, was es wird. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Baumeister, aber ja, ich dachte, wir probieren das heute mal aus. Und kleine Special. So, Überraschung, Überraschung. Ich werde heute mal mit Facecam streamen. Das habe ich bisher auch noch nie gemacht. Die habe ich jetzt ganz frisch bekommen. Und wenn ihr genau drauf achtet im Hintergrund, das hier ist ein Teil von meinem echten Zimmer. Und hier habe ich so einen kleinen Sims-Raum eingeblendet. Und ja, ist total ungewohnt, jetzt hier quasi noch so ein Bild dabei zu haben, aber ich denke, ich habe ja letztens diese kleine Umfrage gemacht und da wollten auch viele von euch, dass ich doch mal mit Facecam streamen soll. C. Deisler fragt, ob ich auch den Chat lese. Ja, da werde ich auf jeden Fall so ein bisschen drauf eingehen und immer mal wieder ein bisschen lesen, was ihr so schreibt. Und ja. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt ins Spiel. Ja, man sollte alles sehen können. Passt alles vom Ton, von der Lautstärke. Miriam fragt mich, wie es mir geht. Mir geht es eigentlich gerade ziemlich gut. Schön, habe gerade noch ordentlich was gegessen. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was das hier gibt. Ja, ich denke, von den Audioeinstellungen und so weiter sollte eigentlich alles passen. Ich würde sagen, ein Winterhäuschen passt doch am besten in den Winter. Wer hätte das erwartet? Da wechsle ich jetzt mal direkt rein. Aber ehrlich gesagt, sonst habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ansonsten, in welche Welt wir gehen wollen. Ihr könnt ja gerne mal was so in den Chat schreiben. Ich wäre eigentlich spontan so für Windenburg. Habe ich in der letzten Zeit eigentlich auch nicht mehr so viel gespielt. Und ja, ansonsten Brinton Bay würde vielleicht so von der Landschaft eigentlich auch ganz gut passen. Aber ich glaube, Windenburg ist doch vielleicht ganz cool. Star Frederike fragt, ich will auch so ein Sims-Zimmer. Ja, ich habe hier hinter mir so einen fetten Greenscreen hingepappt. Das heißt, da wo der Sims-Raum ist, das ist bei mir alles spiegelverkehrt, ist in Wirklichkeit einfach nur eine grüne Wand. Aber ich dachte, ehrlich gesagt, ich finde, das sieht irgendwie mega cool aus, wenn so im Hintergrund einfach so was Sims-mäßiges, so ein Sims-Raum zu sehen ist. Deswegen dachte ich, ist es doch eigentlich ganz witzig so. Ja, aber gibt schon irgendwelche Vorschläge im Chat? Nein, nicht wirklich. Dann würde ich sagen, ich habe gerade echt Lust, mal wieder in Windenburg was zu machen. Deswegen wechseln wir mal in die Welt. Auf den Inseln wäre es bestimmt ganz cool oder ja im Chat. Windenburg wird auf jeden Fall gewünscht. Ja, ich würde sagen, sollen wir einfach mal hier auf das kleine Grundstück hier gehen. Ne, obwohl so klein ist es gar nicht. Ansonsten, es wäre eigentlich auch ganz witzig, so ein kleines Grundstück mit einem Häuschen zu bebauen. Naja, ich glaube, ja, doch, gehen wir mal lieber auf das hier. Wechseln wir mal drauf. So. Vimix schreibt, du solltest viel Rot verwenden. Glaube ich auch. Rot passt natürlich von der Farbe her ganz gut. Ansonsten schauen wir einfach mal. Ich habe mir jetzt auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich frage mich, wie die anderen Sims-YouTuber das so machen. Ob die sich da ein Konzept machen, Bilder raussuchen, sogar vielleicht irgendwie das Haus oder den Grundriss so ein bisschen aufmalen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich baue ja sowieso nicht so viel und ja, okay. Ich freue mich gerade, das ist wirklich alles doch ziemlich verschneit hier bei den Sims. Im Gegensatz zum echten Leben, eigentlich ein bisschen traurig, naja. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Baumeister, aber wir gucken jetzt einfach mal, was draus wird.
und ich bin auch gespannt, was ich da jetzt so hinpflastern werde. Ja, ich würde sagen, jetzt setzen wir doch erstmal vielleicht das Fundament oder so. Puh. Wie könnte man das denn machen? Ich habe ja letztes Mal schon so ein symmetrisches Haus gebaut. Irgendwie, das ist eigentlich immer so das, was ich, wie ich das so mache. Hallo an alle Leute, die gerade frisch dazugekommen sind. Heute mit Facecam. Ganz mal was Neues, habe ich bisher noch nicht gemacht. Fangen wir doch einfach mal an. Vielleicht wird es auch wieder lustig, weil es nicht ganz so schön aussieht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe jetzt echt gerade gar nicht so eine richtige Idee. Aber das kommt ja meistens, wenn man mal so ein bisschen rumprobiert. Was man auch machen könnte, wie wär's, wenn viel zu leise wird gerade über den Ton geschrieben. Ich kann natürlich noch ein bisschen lauter machen, so. Okay. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Im Chat wird schon geschrieben, viele suchen sich vorher einen Grundriss oder ein Modellhaus und bauen es nach. Das ist natürlich auch ganz schlau. Ja. Was machen wir denn? Ich fange jetzt einfach mal an. Und welche Form könnte es auch haben? Wir könnten es natürlich auch so machen, dass es vielleicht ein bisschen größer wird und man dann hier so wie, okay, das habe ich glaube ich schon letztes Mal so auf die Art gebaut. Wenn wir es jetzt irgendwie so platzieren, ein bisschen breiter noch. Bisschen schwierig. Ich bin da ja meistens nicht ganz so bewandert. Ja. Oder man könnte es auch so machen, wie wäre es, man quasi hier das irgendwie noch so macht. Das fände ich irgendwie auch ganz witzig, dass man quasi so auf beiden Seiten irgendwie hochkommt. Das fände ich eigentlich auch ganz interessant. Jetzt könnte man natürlich das ganze Grundstück noch so ein bisschen nach hinten setzen. Und dann quasi vorne wie so eine Art Turm da noch dran packen. Schauen wir einfach mal. Ton ist jetzt besser, das finde ich doch gut. Was nehmen wir denn hier? Wie wär's, wenn wir so. Ich würde ja gern viel mit Stein arbeiten. Holz ist natürlich auch gut. Wie machen wir das denn am schlausten? Oder wir nehmen hier so diese. Was ist, sind denn das? So Schieferplatten oder so? Eigentlich ist es ja so eine Textur, die man auch aufs Dach packt. Nee, das passt nicht so ganz. Ich würde sagen, Holz in der Mitte. Nein, das ist kein Holz. Hier ist Holz. Vielleicht echt dieses Rot? Irgendwie so. Ich probiere jetzt am besten einfach so ein bisschen rum. Oder ich habe gerade doch jetzt so langsam kommen mir ein paar Ideen. Wie wäre es, wenn wir das Ganze ein bisschen klassischer machen? Hier so holzmäßig. Und in der Mitte kommen dann so ganz große Fenster hin. Das fände ich auch cool. Falls ihr meinen Stream letztes Mal schon gesehen habt, den ich hier zu diesem Bauthema gemacht habe. Ich würde immer noch von mir selber sagen, ich bin jetzt nicht der beste Baumeister, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier wird sich nur Basegame gewünscht. Das können wir mal in einem anderen Stream machen, aber jetzt will ich mich gerade nicht so ganz beschränken. Weil es auch, finde ich, mit Jahreszeiten und mit Hunden und Katzen gab es doch sehr viele rustikale, coole Objekte, die ich gerne benutzen will. Wie wäre es irgendwie so? Ich hab noch keine richtige Vorstellung. Das kommt dann hoffentlich gleich. So und so. Kann natürlich auch. Jawohl, das ist zu weit. Ich probiere jetzt hier einfach ein bisschen rum. Vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Ich bin aktuell noch ein bisschen unschlüssig. Jetzt platzieren wir erstmal schon mal die Tür. Was packen wir denn hier mal rein? Die Tür hier
Finde ich ganz gut. Oder vielleicht eine andere. Also, ganz viele wollen gegrüßt werden. Ich grüße euch alle, aber ich glaube, wenn ich alle Leute, die im Chat danach fragen, grüße, wird es ein bisschen kompliziert. Die Tür hier finde ich auch ganz cool. Aber bitte nicht so dunkel. Kein dunkles Haus. Schauen wir mal. Was passt denn hier am besten für eine Tür? Doch, ich finde die eigentlich, die Jahreszeitentür finde ich eigentlich ganz cool. Die hier hat auch was auf jeden Fall. Doch, die finde ich auch ganz cool. Ich probiere jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Was machen wir denn hier? Die hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Wie wäre es, wenn wir hier so einen Balken nehmen? Hier, den hier finde ich. Irgendwie finde ich den ganz cool, aber der passt jetzt vom Stil nicht so ganz. Und. Schauen wir einfach mal. Sonst viele Fenster sind natürlich auch immer ganz gut. Ach, früher konnte man, war das ja ein Objekt, was man nicht so verschieben konnte. Ich hoffe, das kann man jetzt irgendwie immer noch so machen. Ja, das geht ganz gut. Nimm bitte helle Farben. Ja, helle Farben. Was passt denn da? Ich bin. Ah, es ist so schwierig. Ich bin sowieso noch so unschlüssig. Große von Jahreszeiten. Ja, Jahreszeiten hatte wirklich, also coole, auf jeden Fall coole, so coole Fenster und Türen auch. Vielleicht gibt es ja, das gucken wir einfach mal, Farben, Rot. Gab es irgend, oder wie wäre es, wenn wir hier so roten Backstein nehmen? Das fände ich auch cool. Roter Backstein hat irgendwie auch was. Ja, ups. Die Form gefällt mir ja noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist auch alles viel zu groß. Schwierig. Ja, ich glaube, ich mache das hier alles mal ein Ticken kleiner. Schon auf die gleiche Länge. Um Geld müssen wir uns eigentlich nicht Gedanken machen. Wenn das fehlt, dann cheate ich einfach ein bisschen was dazu. Ja, ich glaube, doch, jetzt wird es langsam. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Soll das hier auch noch kleiner werden? Ich probiere aktuell noch so ein bisschen rum. Ja. Und dazu nochmal die Balken. Oder andere Balken. Die hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Das geht natürlich jetzt nicht so. Die aus Werder berühmt mag ich eigentlich auch ganz gern. Doch, die finde ich eigentlich echt cool. Hatte ich jetzt gar nicht so in Erinnerung irgendwie, aber probieren wir es einfach mit denen mal. So. Zack. Und hier. Doch, irgendwie mag ich die. Nee. Ich glaube, nochmal letzter Wegschmiss irgendwie. Sieht es vielleicht sogar so eigentlich besser aus. Vielleicht machen wir echt nur so ein relativ kleines Haus, weil sonst wird das alles ein bisschen zu groß. Ich bin hier gerade echt. So, doch. Das ist, glaube ich, ein bisschen realistischer. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Ideen. Jetzt ist mir gerade eine Idee gekommen, wie wäre es, wenn man hier den oberen Stock so drauf zieht und vorne ist dann so eine Art. Ja, eigentlich wirklich hier so ein kleiner Balkon. Beziehungsweise ein eigentlich echt großer Balkon. Doch, ich glaube, das könnte so eigentlich was werden. Ein Zaun. Ich versuche jetzt mal so ganz grob schon mal die Form festzulegen. Der hier vielleicht, der mit dem Update gekommen ist. Ja. Und irgendwie so. Was passiert? Nee, ich glaube, es sollte eigentlich dann, das macht nicht so viel Sinn.
Was auch cool gewesen wäre, wenn man. Sollen wir einfach den. Ich überlege gerade schon. Den gibt es ja auch hier in der gleichen Farbe. Oder? Es muss es ja auch in diesem Braunton geben. Ja, hier. Kann es sein. Ach, das ist ja jetzt doof. Das ist manchmal in The Sims 4 auch nicht ganz so spaßig, das hier den passenden Farbton rauszusuchen. Vielleicht hätte ich mir vorher doch ein paar Gedanken machen sollen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen arg spontan. Nee, nee. So, ich glaube, ich hab's. Probieren das jetzt einfach mal so und unten dann dafür diesen Stein. So ist es, wird das vielleicht ganz schön. Und jetzt nehmen wir die Balken. Wir können die jetzt natürlich auch ganz groß machen. Oder können wir auch nicht? Warum nicht? Objekt überschneidet den Boden und die Decke. Ja, das soll es ja auch. Das ist ja eigentlich auch so gedacht. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Geht das doch nicht? Eigentlich hat man doch in dem Werde berühmt Trailer das auch so gesehen. Eigentlich müsste das funktionieren. Warum auch immer das jetzt nicht geht. Oder wir. Nee, das ist auch doof. Ach, schade. Das ärgert mich jetzt. Warum geht denn das nicht? Genau. Viele verschiedene Farben. Das kommt auch noch alles. Irgendwie ist es jetzt ein bisschen dumm mit den Balken hier. Ich mache das mal wieder auf die gleiche Höhe. Ach, es kann sein, dass das einer von diesen Balken ist, der dieses kleine Symbol unten hat. Nee, aber eigentlich nicht. Komisch. Naja, machen wir mal mit den Fenstern weiter. Was passt denn hier so ganz gut dazu? Die hier sind aus der Jahreszeitenerweiterung. Dann packen wir hier auch mal passende Fenster hin. Jahreszeiten. Versuche es mal mit Move Object. Stimmt, das könnte klappen. Ich fand es bloß ein bisschen merkwürdig, dass es als ja eigentlich auch so gehen sollte. Ja. Und jetzt hier, das ist unsymmetrisch, das passt nicht. Bei den Säulen, früher als ich den Move Object Cheat vor dem Update benutzt habe, hat das manchmal so ein paar komische Fehler gegeben. Deswegen war ich mir jetzt gerade etwas unsicher. Ist jetzt hier auch nicht so schön. Das passt nicht alles so gut. Nee. Schauen wir nochmal weiter. Also von den Fenstern aus der Jahreszeitenerweiterung. Für unten ist es ganz gut, aber sonst wird es vielleicht ein bisschen komisch. Und wir packen hier noch so eine Art, so einen kleinen Fake-Kamin noch an die Seite. Das will ich auch unbedingt mit einbauen. Oder? Doch, das finde ich gut. Dann geht es hier quasi so einen raus. Und wir packen hier auch mal ein Dach hin. Dach muss auch sein. Dächer bin ich ja nicht ganz so gut. Aber ich glaube, hier ist es nicht so schwierig eigentlich. Ja, so. Obwohl das jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch aussieht. Das wollte ich nicht. So vielleicht. Dann auch so ein bisschen reindrücken. Oh, warum geht denn das nicht? Ich kenne den Move Objects Cheat, den habe ich. Das ist ja merkwürdig. Habe ich auch schon sehr oft benutzt, aber schauen wir gleich mal. So, jetzt habe ich das, was ich haben wollte.
So. Okay. Dann. Machen wir das mal. BB. Move Objects on. So, schauen wir mal. Mir fällt gerade auf, wisst ihr, was ich mal ganz schnell mache? Nämlich, so, jetzt ist vielleicht für euch ein bisschen besser. Ich habe nämlich eigentlich den. So, ja, stimmt, okay. Das funktioniert. Es gibt gar keine Probleme, das ist ja komisch. Ja, wahrscheinlich wurde das da auch ein bisschen korrigiert. So, ja, doch. Ich glaube, jetzt sind wir schon mal auf einer richtigen Spur irgendwie. Packen wir die hier und hier dran. Oder? Schauen wir mal weiter. Wie wäre es, wenn man hier. Was ist das denn? Ach so, das ist quasi so für die Front gedacht. Jetzt hier so. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Oder was man auch machen könnte, wenn man hier quasi einen Halbzaun hinsetzt. Oder das hier so komplett macht. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Es fällt jetzt gar nicht mehr auf, dass es hier so ein bisschen gefaked ist. Weil so in der Art, so wie es in The Sims 3 war, wisst ihr noch? Man konnte quasi, wenn man einen Kamin platziert hat, dann war das immer so, dass sich dann da so ein Schacht gebildet hat. Die Dächer sind ungleich gestaucht. Das ist richtig. Ich glaube, ich werde hier einfach mal das Kopiertool benutzen. So, jetzt sind sie identisch. Was packen wir denn hier mal aufs Dach? Die hier finde ich eigentlich ganz cool. Die passen aber vom Stil nicht so ganz. Eigentlich am besten ja irgendwie auch sowas aus Backstein. Da jetzt so eine Leiste dran. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu weiß, muss ich zugeben. Doch, ich glaube, man kann so langsam erkennen, in welche Richtung das hier geht. Ich möchte mich jetzt gerne nochmal an den Fenstern probieren. Das war ja gerade ein bisschen nervig. Aber schauen wir hier mal weiter. Die schwarzen Fenster. So. Immer die gleichen sind auch doof, aber leider gibt es hier ja nicht so viel Auswahl. Was machen wir denn da? Ich kann ja mal noch mal ein bisschen gucken. Die hier finde ich ja eigentlich auch cool, aber ich glaube. Oder? Ich glaube, jetzt werde ich ein bisschen verrückt, aber irgendwie finde ich die hier so ziemlich cool. Ich finde ehrlich gesagt, das sieht gar nicht so schlecht aus, obwohl es wahrscheinlich eigentlich gar nicht passt. Machen wir es mal lieber rückgängig. Fenster sind auch manchmal ein bisschen schwierig. Da wäre es jetzt cool, wenn man quasi auch die Fenster so in der Breite verziehen könnte. Das fände ich eigentlich eine ziemlich coole Ergänzung. Oder wir schauen uns mal die aus Hund und Katzen an. Da gibt es nämlich deutlich mehr Auswahl und auch ein bisschen interessantere Formen. Das hier finde ich eigentlich echt süß, aber ich glaube, wohl, doch so ein dunklerer Braunton wäre vielleicht auch ganz gut. Obwohl es irgendwie keinen Sinn macht, dass es hier natürlich dann offen ist. Oder sagen wir einfach mal das ignorieren. Ja, die hintere Seite kann auf jeden Fall so eine kleine Fensterfront bekommen. Nein, das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht nicht richtig aus. Wie machen wir das denn? Oder. Ja, die Fenster finde ich auch cool. Vielleicht werden die hier mal platziert. Kann man theoretisch sich irgendeine Tür nehmen und dann gibt es auch so coole Türen. Vielleicht lassen wir die aus Jahreszeiten mal in Ruhe und gucken uns. Ah, schade. Gibt es davon noch eine andere Variante? Die hier an.
Die hier finde ich eigentlich auch echt ganz cool. Die könnte man hier... Geht natürlich auch nicht. Das ist ein bisschen unsymmetrisch. Oder man... Oder es ist, muss ja eigentlich auch nicht immer alles so symmetrisch sein. Ist ja nicht wichtig. Dann nehmen wir mal die hier, die Tür. Ja. Mir werden hier auch die Reich der Magie-Fenster vorgeschlagen. Reich der Magie wäre auch eine Idee. Puh. Nee. Ich probiere das jetzt hier nochmal mit denen weiter. Vielleicht kommt da ja was ganz Interessantes raus. Und nun Katzen. Das Größte. Ja, jetzt wird natürlich der Filter wieder rausgeschmissen. Ich wollte ja eigentlich nur das in der gleichen Farbe haben. So. Ich frage mich gerade, welche schicker aussehen. Ah, es ist schade, dass die... Ah, das mit der Symmetrie ist manchmal so ein bisschen nervig. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Fenster hier. Jetzt ist es ein bisschen zu symmetrisch. Ich platziere das jetzt einfach mal so. Ändern kann man es ja sowieso immer. Auf der Seite ist es natürlich hier nicht ganz so wie auf der anderen. Die Eingangstüre würde in Weiß gut passen. Das kann natürlich auch gut sein. Schauen wir gleich mal. Das ist so schwierig irgendwie. Nein. Guck mal. Jetzt sieht es irgendwie aus wie so ein... Wie so ein Haus mit ganz großen Zähnen. Oder... Vielleicht machen wir hier auch mal ganz viel Glas rein. Haustür in Weiß. Probiere ich das jetzt mal aus. Ja. Hat auch was. Hat wirklich was. Und dazu vielleicht hier so... ich dachte jetzt... Es gab aus Zeit für Freunde, gab es doch wirklich diese... Hier, die hier habe ich gemeint. Wie wäre es, wenn man das hier noch so ein bisschen mit einbaut? So, irgendwie. Zack. Zack. Dann... Aber eher so, damit das Ganze... So finde ich es eigentlich schon mal ganz cool. Vielleicht hier so ein... Dach noch drüber? In groß? Nein, das sieht sehr merkwürdig aus. Fluffy hat zu Weihnachten 3 Erweiterungspacks geschenkt bekommen. Das ist doch auch cool. Bei mir, ich habe mir jetzt halt diese Webcam hier gekauft, mit der die Streams vielleicht... Ups, oh, ein bisschen interessanter werden. Da kommt Alexa Licht aus. Da kommt so ein bisschen... So, jetzt soll es besser sein. Kommt mein Greenscreen hier im Hintergrund durch. Das war vorhin nicht so. Vielleicht muss ich das beim nächsten Mal nochmal ein bisschen anpassen. Oder, wenn man genau hinguckt, da sind so ein paar Streifen, aber das sollte, glaube ich, nicht so schlimm sein. Machen wir mal weiter. Das Haus wird, glaube ich, immer ein Problemhaus. Das ist irgendwie alles hier so ein bisschen schwierig. Es wird langsam, aber ich habe auch keine so richtige Idee irgendwie. Das ist immer doof. Also jetzt so für die Inneneinrichtung oder so habe ich schon so ein paar Ideen. Es muss auf jeden Fall so ein großer Kamin rein. Und vielleicht so dieses Braun, was wir jetzt schon außen haben, ein bisschen aufgegriffen. Das heißt, das würde vielleicht ganz gut zusammen aussehen. Love in the Air fragt, ob ich alle Packs habe. Yep, ich besitze eigentlich alle Packs, die es für The Sims 4 gibt. Damit hat man wirklich die meiste Auswahl. Es kommen ja meistens mit jedem
Pack doch auch ganz coole verschiedene Arten von Objekten dazu und das ist eigentlich immer ganz cool. Yeah. Vielleicht müssen ja auch hier gar nicht so mega viele Fenster an der Seite sein. Oder man trickst... Nein. Ach, schade. Warum kann man die denn jetzt nicht so schön nebeneinander platzieren? Oder wir machen es uns ganz einfach. Doch. Machen wir es erstmal so. Also ich glaube... Ich sag mal so, in die Inneneinrichtung kann ich immer ganz gut, aber außen bin ich immer, stehe ich manchmal schon echt auf dem Schlauch. So, machen wir das zuerst mal. Es ist halt ein Kasten, gell? Es ist ein Kasten. Anders kann man es nicht sagen. Vielleicht machen wir mal innen weiter. Dann kommt mir vielleicht ein bisschen Inspiration. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Und zwar... Können wir hier noch so ein... Ich würde sagen, wir packen hier echt so einen Bogen rein. Oder... zwei Bögen? Zwei Bögen finde ich eigentlich auch ganz cool. Könnte man hier... auch... Was könnte man denn hier reinmachen? Oder... Ich finde ja dieses Objekt immer noch mega genial. Ich weiß, ich springe hier gerade so ein bisschen hin und her, aber ich glaube, jetzt sollten wir uns erstmal auf eins konzentrieren. Jetzt packen wir hier erstmal so einen Boden rein. Was packen wir denn hier mal rein? Hier so ein dunklerer Boden. Dann eine helle Tapete. Ich ändere mal ganz schnell das Licht. Vielleicht sollte... damit der Greenscreen ein bisschen im Hintergrund besser verschwinden. Das gefällt mir nicht. Das ist gerade ein bisschen doof. So, ich glaube, jetzt ist es vielleicht ganz gut. Ja, jetzt ist er so gut wie verschwunden. So ist es vielleicht besser. Das war vorhin nicht so. Ich habe jetzt den ganzen Morgen auch mit diesem hier so rumprobiert. Oh, eigentlich... Mir gefällt dieses Lila gerade extrem gut, muss ich zugeben. Das benutzt man echt wenig in die Sims 4. Das sieht echt klasse aus, meiner Meinung nach. Aber jetzt macht der Greenscreen wieder Faxen. Vielleicht muss ich mir dafür für den nächsten Stream nochmal was Besseres überlegen. Und hier so, nee, das Blau sieht irgendwie komisch aus. Es ist halt, doch, dieses Lila passt ja auch ziemlich zu Weihnachten. So, vielleicht dieses Hellblau, das kann man ja alles noch ändern. Aber das hier gefällt mir doch ganz gut. Dann kommt hier so eine Küchenzeile hin, die als Tapete die hat. Wird es die? Könnte das Ganze natürlich auch hier abtrennen und hier wieder mit einem großen Bogen verbinden. Und die Treppe nach oben dann hierhin machen, wenn das platzmäßig funktioniert. Ich würde jetzt... Nee, so rum. Und dann die ganze Treppe drehen. Das geht ja sogar. So. Und die setzen wir dann hierhin. Nein. Ihr wisst, was ich machen will, oder? Kann man... Wie machen wir das denn jetzt am schlausten? Ich glaube, sollte ich wirklich mal den bb.move-objects wieder ausmachen, weil sonst gibt es hier wirklich ein Unglück. Ich glaube... Nee, oder man dreht es noch weiter. So ist es gut. Und dann setzt man hier vielleicht noch so Wände hin. Nein, das wollte ich nicht. So finde ich das doch ganz gut. Und ja, ich habe schon eine Idee, was hier reinkommt.
packen wir hier nämlich einfach ein großes Regal hin. Das setze ich jetzt hier einfach schon mal rein. Es werden sich die, die Cover zum Ausdrucken werden sich wieder gewünscht. Das finde ich lustig, dass das hier im Chat geschrieben wird, weil ich dachte, dass die eigentlich niemand wirklich kennt. Da wollte ich irgendwann auch mal ein separates Video zu machen. Die wird es irgendwann bestimmt auch mal wieder geben. Da muss ich dann nochmal schauen. Ich wollte ja eigentlich, also für alle, die es nicht wissen, die Cover zum Ausdrucken. Ich habe ja jedes Cover von jedem Pack, was für die Sims 4 existiert, habe ich in Photoshop nacherstellt zum Ausdrucken für alle Spieler, die zum Beispiel Sachen nur bei Origin kaufen oder bei Instant Gaming. Und ja, die gibt's bei mir zum Ausdrucken, die neueren jetzt halt nicht mehr. Und vor allem wurde ja auch der neue Stil für die ganzen Packs eingeführt. Allgemein für die Sims 4 schon vor einer ganzen Weile. Und das ist jetzt halt so ein bisschen blöd, weil ich dadurch halt alle 30 Packs, die es bisher gibt, nochmal neu erstellen muss. Und ja, ist natürlich dann ein bisschen mit sehr viel Aufwand verbunden. Aber vielleicht setze ich mich da demnächst nochmal dran. Dauert dann vielleicht den ganzen Tag, aber dann hat man das alles auch wieder mal aktuell. Ich fand die ja eigentlich auch immer eine ganz lustige Sache so. Macht das hier Sinn? Spielerisch ist vielleicht... Packen wir einfach die Wand hier weg und machen stattdessen hier so einen Zaun hin. Auch passend aus der Katzenerweiterung. Ach, es ist so schwierig manchmal. Oder wir schnappen uns hier unseren Backstein und packen den hier auch noch mit rein. Ehrlich gesagt finde ich den Backstein sogar ziemlich cool. Und umso länger ich mir das hier angucke, desto mehr gefällt mir das auch. Auch so von den Farben, finde ich, passt das ganz gut zusammen. Ich glaube, da müssen schon die großen, geräumigen Fenster stattdessen hin. Machen wir das nochmal weg. Und setzen stattdessen... Das hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Jetzt machen wir es mal auf die richtige Höhe, den Filter. So. Das hier hin, oder? Machen wir das hier hin? So vielleicht? Ich finde es lustig, dass wirklich dass man eigentlich durch die Scheibe fast gar nichts mehr sehen kann, weil es halt bei den Sims so wintrig ist. Wenn wintrig überhaupt ein richtiges Wort ist. Ja, oder? Dann hier vorne wirklich so eine große Glasfront hin. Das finde ich eigentlich gerade ziemlich gut. Obwohl, das ist... Oder? Jetzt wäre es halt cool, wenn man hier diesen Rahmen nicht mehr sehen würde und die ein bisschen... besser zusammenpassen würden. Jetzt ist ja auch ein bisschen mehr Licht drin, aber wir müssen sowieso noch Lampen platzieren und ganz schnell Motherload eingeben. So, ganz kurzer Spam. Ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht allzu laut. Das ist mir gerade eigentlich auch aufgefallen. Die ist doch relativ laut. Für Stream nicht perfekt geeignet. Warten. So. Die Beleuchtung. Wo ist sie denn? Beleuchtung, da haben wir sie. Und die Deckenlampen brauchen wir. Hier, nee, die Wolkenlampe finde ich jetzt nicht so passend. Die hier habe ich gar schon eigentlich, glaube ich, noch nie irgendwo benutzt. Wie wäre es, wenn die... Es gibt ja... Es ist bei euch auch so, dass im ganzen Haus irgendwie überall ähnliche Lampen hängen. Deswegen packe ich die hier jetzt auch nochmal hier hin. Ich achte die ganze Zeit auf den Greenscreen, aber jetzt geht's eigentlich doch ganz gut, glaube ich. Ja, das können wir ja sowieso gleich noch machen. Doch, aber mit der Raumaufteilung hier unten bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und von außen... Ja. Ja. Irgendwas kann bestimmt noch geändert werden, aber... Bin gerade ein bisschen unschlüssig, was genau. Es wird hier, Sophie fragt, ob ich auf Insta aktiv bin. Der simsblog.de-Account ist unten in der Beschreibung verlinkt, wenn du da vorbeischauen willst. Ja,
Da poste ich eigentlich auch immer ganz viele Updates. Man sieht den Boden wegen dem Schnee jetzt nicht. Ist natürlich auch interessant. Es wäre natürlich interessant auch zu sehen, wie das Haus ohne den ganzen Schnee aussieht. Naja, schauen wir gleich mal weiter. Ja, wie wär's, wenn wir jetzt so ein bisschen, jetzt packen wir hier oben, ich mag den Boden, ehrlich gesagt, dieser dunkle Boden ist farblich echt ziemlich cool, meiner Meinung nach. Dann kommt hier, wer soll eigentlich in diesem Haus alles leben? Die Frage stellt sich jetzt natürlich auch. Dann Zimmer Nummer 1. Gibt es noch ein größeres Bad? Und so vielleicht? Obwohl, nee. Hier hinzukommen wird dann, glaube ich, muss man die Tür auftreten und dann hier rüberspringen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wie macht man denn eine bessere Raumaufteilung? Eigentlich bleibt nicht viel anderes übrig als... Schwierig. Habe ich nicht so taktisch gut geplant. Will es hier. Es sieht auch komisch aus. Nee, es muss schon zwei breit sein. Dann klaue ich mir mal schnell den Zaun hier von unten und pack den. Nein, ich meine natürlich hier diesen Zaun. So, und pack den hier auch noch hin. Zack. Dann ist es halt ein Haus, wo man hier im Flur nicht so viel Platz hat. Und das hier kann man auch vielleicht ein bisschen schöner machen. Da ist wenigstens der Flur nicht so schrecklich. So. So finde ich das eigentlich doch ganz gut, oder nicht? Ich mag die Raumaufteilung. Und hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Das muss natürlich auch noch die Tapete sein. Und ein zweiter Fehler. Das sieht man manchmal nur, wenn man die Kamera gut dreht. So. Doch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum zweiten Teil über, der Einrichtung. So. Schauen wir mal hier ein bisschen durch. Wo sind denn die Deko? Ich bin gerade... Hier ist der Kamin. So. Oh, wir haben so viele Kamine eigentlich zur Auswahl. Am besten müssten wir jetzt eigentlich sogar diesen hier nehmen, obwohl ich den irgendwie ein bisschen kitschig finde. Irgendwie wäre er ja schon cool, so für den Winter. Und an den Fenstern macht ein Kamin eigentlich auch keinen Sinn. Hat man direkt hier das Fenster zugemauert. Also irgendwie auch nicht ganz das Wahre. Aber ich hätte so gern hier einen Kamin drin. Wo könnte man hier einen Kamin reinpacken? Oder sogar in die Küche einen Kamin. Das wäre irgendwie auch eine coole Idee, wenn du so Kinder hast und die dann da in der Küche irgendwie rumsitzen und warten, bis das Essen fertig ist und dann im Kamin sind. Jetzt wollte ich... Ich glaube, bevor ich diesen Stream gestartet habe, war meine einzige Idee, okay, da muss unbedingt ein Kamin rein. Aber jetzt... gestaltet sich das doch ein bisschen schwierig. Oder es wird... Ich meine, dieser Schacht hier muss dann ja theoretisch auch irgendeinen Sinn haben, oder nicht? Oder wir packen hier oben einen Kamin mit rein. Ich glaube, hier oben machen wir noch einen rein. Hier. In schwarz. Naja, die Farbe... Hier habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Dann würde ich sagen, setzen wir hier mal schon mal so einen Esstisch rein. Der ist schrecklich. Nein, bitte nicht. Es ist auch krass, wie viele Tische wir mittlerweile haben, wenn man das hier mal mit dem Basisspiel vergleicht. Von dem der hier auch per Update gekommen ist. Und der hier ist per Update gekommen. Also die muss man noch runterrechnen und an denen. Ich glaube, der ist auch irgendwann dazugekommen. Schauen wir nochmal, was können wir denn hier Gutes reinpacken? Den hier finde ich eigentlich ganz schön. Der erinnert mich irgendwie an... Gab es nicht in,
in Jahreszeiten aus The Sims 3, gab es da nicht auch genau diesen Tisch? Ich glaube schon. Ich meine, mich zu erinnern. Packen wir den doch mal so hin. Und an Stühlen, nein. Die passen irgendwie nicht so gut vom Stil. Schwierig. Die hier sind vielleicht ganz gut. Aber die gibt es jetzt garantiert nicht in dem passenden Farbton. Ja, nee, das sieht irgendwie auch nicht so toll aus. Ach, Mann. Oder? Oder passen die doch? Nein, die passen nicht. Das sieht ganz schrecklich aus. Boah. Schwierig. Oder die hier. Die hier finde ich eigentlich sogar ganz, ganz lustig. Es wird ja sowieso eher so ein... Huch. So. Die hier? Doch, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Und vielleicht hier noch so... Ich bin ja dafür, dass das Ganze... Häuschen so ein bisschen voller Pflanzen wird. Stellen wir hier nochmal eine hin und dieser Tisch kann sowieso ein bisschen weg. Obwohl, eigentlich, wenn man sich das jetzt mal überlegt, im Chat wurde ja schon geschrieben, dass gerne Kinder einziehen sollen. Ich habe mir jetzt so gedacht, Bad, Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer oder andersrum, je nachdem. Aber ein Haushalt, der so aufgebaut ist, braucht doch gar keinen so großen Tisch. Vielleicht muss ich da auch nochmal gucken und da der Rehkitz-Tisch durch einen anderen Tisch ersetzen. Was haben wir denn hier Feines? Den hier? Der hier würde sogar noch besser passen, finde ich. Ach, vielleicht, wir müssen ja nicht unbedingt immer auf die Logik achten. Na, haben die halt einen sehr großen Tisch für... Die feiern sehr oft Partys und deswegen brauchen die auch diesen großen Tisch. Das ist ganz wichtig. Sonst können die dann natürlich nicht so viele Leute unterbringen. So. Mal Tisch weg. Anderer Tisch hin. So. Gut. Und hier in die Ecke packen wir Deko. Das ganze Haus würde ich eigentlich auch ganz gern so weihnachtlich schmücken. Und zwar mit den Sachen aus Jahreszeiten und dem fröhliche Festtagspack. Feiertagepack meine ich natürlich. Vielleicht echt hier so diese Girlanden hin, die ich eigentlich echt ganz cool finde. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön bisher. Kann man dann auch hier noch hinhängen. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, dass die so in so einem Bogen so nach unten gehen und dann wieder sich so wiederholen, aber es ist ja nicht so schlimm. Ansonsten, vielleicht, wenn man hier doch eine andere Art von Tisch hinstellt. Und zwar, eigentlich hätte ich jetzt, ich guck mal schnell hier in den Oberflächen, stellen wir hier so einen kleinen Beistelltisch hin. Nein, nicht so einen, sondern, wo sind die denn? Man merkt, dass ich sehr, sehr, sehr wenig, glaube ich, im Baumodus doch unterwegs bin. Den hier finde ich ganz cool. So ein Braunton. Ja, farblich. Oder wir bringen mehr Farbe rein. Und oh, dieses Blau ist auch cool. Ach, vielleicht, indem wir hier so einen kleinen Akzent setzen. Oder alle in einer abwechselnden Farbe färben. Also so. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder nicht? Farblich beißt sich das so ein bisschen. Ach, jetzt bräuchte man das Farbtool natürlich wieder, aber
Das haben wir leider nicht in die Sims 4. Oder, was man auch machen könnte, wenn man den Backstein, nein, hier sind noch so übernimmt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Hat man sich so gedacht, draußen hat man einfach noch mal ein paar Backsteine übrig gehabt und dann hat man die hier mit rein noch in die Wohnung reingesetzt. Ach, dieser Greenscreen, es hat die ganze Zeit so gut funktioniert. Ich glaube, ich muss mal das Licht ein bisschen... Ah, das sieht schrecklich aus. Ach Mann, das tut mir jetzt leid. Vorhin lief es noch ganz gut. Vielleicht, ich schaue hier nochmal schnell rein. Ja, so, jetzt doch. Jetzt ist besser. Warum auch? Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Egal. Beschäftigen wir uns nicht so viel damit. Irgendwie, der Greenscreen mag nicht. Ich kann ganz schnell... Ich schaue mal ganz schnell, ob ich den hier das umändern kann. Einen Moment. Jetzt flackert es rechts ein bisschen arg. Lassen wir das einfach so. Kann ich jetzt gerade nicht so viel machen. Vorhin hat es in meinem Test, als ich das ein bisschen getestet habe, hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist es ein bisschen schlechter geworden, aber ist nicht so schlimm. Was ich jetzt natürlich ganz schlau gemacht habe, dadurch, dass ich jetzt ganz kurz weggeguckt habe, ist sowieso immer ein Trick beim Bauen, kann man sein eigenes Bauwerk immer viel besser einschätzen. Das heißt, jetzt können wir, habe ich so ein bisschen gesehen, wie das farblich zusammenpasst, weil wenn man zu lange irgendwo drauf guckt, sieht man manche Sachen nicht, die man sonst so sehen würde. Ich habe nämlich mir gerade spontan überlegt, dass wir hier noch eine kleine Katze wohnen lassen und setzen hier mal so einen Katzenkratzbaum hin. Den hier finde ich ganz cool und hier so einen Napf dazu in irgendeiner passenden Farbe. Ja, es muss ja nicht alles immer perfekt sein. Vielleicht kriegt die hier auch noch so einen Teppich, einen Steinteppich drunter. Nein, kein Steinteppich. Oder hier irgendwie so. Ich mag diesen Läufer gerade. Ja, Greenscreens machen echt nicht das, was sie sollen. Schade. Naja. Den hier finde ich ganz cool, wenn man den jetzt so ein bisschen noch verkleinert. Da kommen wir jetzt auch wieder mit dem Move Objects on Tricksen. So. Der kriegt so vielleicht. Ja, doch. Und ich wäre dafür, dass man... Es gibt doch diese coolen Geschirrregale, die wir auch aus dem Basisspiel schon kennen. Da suche ich mal schnell so eins raus. Hoffentlich finde ich die jetzt spontan. Ja, oder so. Nein. Lieber nicht. Wo sind die denn? Hier. Aber es gab... Nein. Ich meine doch, es gab die auch mit ein paar Erweiterungen. Ich finde es nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht auch so eine Deko-Kategorie mit, keine Ahnung, so unnötigen Sachen in Anführungsstrichen gibt, weil hier diese Kapitänstür, es gibt so wenig Situationen, in denen man die benutzt, aber irgendwie sind sie dann trotzdem da. Und der Weihnachtsbaum fehlt natürlich noch. Den finde ich mega cool. So. Oder in Blau? Irgendwas blau. Sieht es irgendwie aus, als wäre da ein bisschen der Gothic-Weihnachtsbaum. Da gibt es echt viel. Oder wir schauen gleich nochmal. Da gab es vielleicht auch noch einen hübscheren. Ich bin ja eigentlich gerade nur am... Vielleicht will ich auch mal schnell noch ein Basisspiel nur am Suchen. Basisspiel... würde nicht alles so dunkel machen. Ja. Schauen wir mal. Ist natürlich alles schon relativ dunkel. Komm. Warum? Ich glaube, dann machen wir es so. Von den Farbtönen, das ist so schlimm in diesem Spiel manchmal. Jetzt nervt es mich gerade auch. Jetzt hätte ich gern einen helleren Farbton, aber ich bin der Meinung, dass die beiden helleren Farbtöne nicht sonderlich gut zusammenpassen.
beißen. So. So bescheuert. Die beißen sich beide total. Oder wenn man halt beide jetzt doch braun. Ja, das beißt sich nicht so schlimm. In Hunden und Katzen gibt es einen Geschirrschrank. Das ist natürlich auch cool. Ah, den hier. Oder? Oder ist der vielleicht in einer anderen Kategorie? Den hier würde ich auch ganz gerne noch platzieren, weil ich den echt ganz cool finde. So. Da haben wir ein bisschen einen helleren Farbton. Ich merke langsam, in welche Richtung das Haus hier geht. Jetzt packen wir hier noch ein passendes Sofa hin. Theoretisch, so ganz spontan, würde ich jetzt das aus dem Basisspiel benutzen. Weil ich denke, ihr wisst vielleicht sogar, welches ich meine. Ich meine das hier. Aber vielleicht finden wir doch noch irgendwas Besseres. Farblich ein Albtraum. Doch, das hier vielleicht. Und zwar... Wie machen wir denn die Sofaecke jetzt am schlauesten? Vielleicht... Das ist... Oder so quasi... Das ist jetzt natürlich doof. Oder so fände ich es eigentlich auch ganz cool. Dann hier so ein Fernsehsessel. Quatsch. Kein Fernsehsessel. Das ist kein Fernsehsessel. Ich meinte jetzt eigentlich so ein Couchtisch. Ich schaue nochmal ganz schnell wegen dem Greenscreen. Das nervt mich jetzt ein bisschen, muss ich zugeben. So. Ja, das passt schon. Für den ersten Facecam-Stream weiß ich jetzt schon mal, okay. Das muss man nächstes Mal ein bisschen geschickter angehen. Oh Mann. Was passt denn hier jetzt am besten? Ich will doch gerne... Der hier ist eigentlich auch cool, aber den passt ja definitiv nicht mehr rein. Oder nehmen wir einfach das hier aus dem Basisspiel in einem passenden Farbton. Mal sowas in weiß. Packen da so einen Fernseher drauf. Und den Tannenbaum haben wir jetzt schon wieder vergessen. Der muss ja auch mit rein. Es gibt noch einen anderen Geschirrschrank aus Hunden und Katzen, wird gerade geschrieben. Da schauen wir doch auch nochmal gleich rein. Jahreszeiten. Den Tannenbaum habe ich übrigens auch für das Weihnachtsbild von gestern benutzt. Das hat ganz schön lange gedauert, dieses Render zu basteln. Insgesamt, falls irgendjemand interessiert, sogar 6 Stunden haben wir da dran gesessen. Das habe ich mit einem Kollegen gemacht. So. Na, es ist jetzt alles sehr eng irgendwie, aber auch so ein bisschen gemütlich schon. Wenn man jetzt hier... Es ist zwar... Doch, obwohl, vom Platz geht's auch noch, meiner Meinung nach. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen ungünstig, aber vielleicht hier noch so eine Pflanze in oder so. So ist es doch auch ganz süß. Irgendwie mag ich das eigentlich ganz gerne. Dann packen wir hier noch so einen richtig großen Teppich rein, der hier hoffentlich farblich auch reinpasst. Der sieht ein bisschen kratzig aus irgendwie. Stimmt, den Flur müssen wir auch noch gestalten. Hier diesen Eingangsbereich. Oh, was auch immer ich da reinmachen soll. Oder wir machen es ganz schlau und setzen hier einfach noch ein Bad mit rein. Ja, ich glaube, das ist vielleicht am sinnvollsten. Ich würde sagen, hier kommt noch so ein anderer Teppich mit drauf. Nee, das jetzt ist irgendwie too much.
Oder. Ach, es ist manchmal ist es echt ein bisschen schwierig. Was kommt denn hier für ein. Der Fernsehtisch steht im Fenster. Das ist richtig. Ups. So, jetzt nicht mehr. Danke für den Hinweis, Bubu-Elefant. So, schauen wir mal weiter. Oh Mann. Den Teppich finde ich jetzt nicht so cool. Vielleicht gibt es ja hier noch eine schöne Variante. Das Blau hat mir gerade ganz gut gefallen. Ich, Sophie, ich schaue gleich nach dem Geschirrschrank. Das hier finde ich eigentlich ganz cool. Es ist irgendwie, aber es ist jetzt zu viel los. Oder bilde ich mir das nur ein? Oder man verschiebt einfach die Teppiche so, dass es nicht mehr so krass auffällt. So. Sieht es gut aus oder sieht es nicht gut aus? Könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben. Ich glaube, es sieht nicht gut aus, nein. Oder. Teppiche, Teppiche. Also die Teppiche gefallen mir auch alle nicht. Warum gibt's nicht so ein. Obwohl, den gibt es, glaube ich, sogar mit Hunden und Katzen, aber nur in so ganz klein. Oder einfach hier so einen rustikaleren Teppich. Ja. Doch, so vom Wohnzimmer gefällt mir das eigentlich jetzt ganz gut. Jetzt schauen wir nochmal schnell nach dem Geschirrschrank aus Hunde und Katzen. Vielleicht bei Skulpturen. Welcher könnte das denn sein? Wo hält er sich auf? Deko ist immer gut. So Hundeleckerlis. Und eine Katzenstatue, die finde ich gut. Vielleicht wohnt hier auch so eine alte. Vielleicht wohnt hier auch mal so ein Seniorenpaar und nicht unbedingt Eltern. Beziehungsweise. Ja, da schauen wir gleich nochmal. Also, ich muss ehrlich zugeben, so spontan sehe ich hier eigentlich keinen Geschirrschrank aus Hunden und Katzen. Keine Ahnung. Naja, egal. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt die Küche, würde ich sagen. Was packen wir denn da rein? Hier vielleicht. Die hier finde ich jetzt so spontan ganz gut. In Grau? Ja, vielleicht in Grau. Zumindest sollten wir den Move Objects BB Move. Kann nicht schreiben, aber zum Glück ist da die Facecam davor, deswegen seht ihr das gar nicht. Haha. So. Jetzt muss man sich drum kümmern, dass die Tick. Warum passt die denn jetzt hier nicht hin? Was habe ich denn falsch gemacht? Da überschneiden sich keine Objekte, oder doch? Hä? Was ist denn. Was habe ich denn falsch gemacht? Das Objekt. Ja. Eigentlich ja nicht, aber wenn das Spiel das so meint, ja. Liegt jetzt daran, dass wir. So, geht das jetzt? Ich glaube, ich habe mich wieder vertippt. Ja, ich habe mich wieder vertippt. BB.move objects on. So. Okay. Zack. Ich. Hier mal. So, Trick 17. Jetzt funktioniert's. Ist hier halt ein bisschen geschummelt. Und hier kommt dann ein passender Kühlschrank hin. Der aus an die Uni ist jetzt nicht so passend. Ich mag diese Elternfreuden-Küchenobjekte. Die sind echt doch ziemlich schick, meiner Meinung nach. Ach Mann, dieser Greenscreen. Ich kann jetzt den natürlich auch abmachen und einfach meinen richtigen Hintergrund machen, aber das passt jetzt nicht so. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Schaut mal, wie perfekt diese Farben zusammenpassen. Als hätte ich das geplant. Habe ich natürlich nicht, aber. Jetzt gibt es natürlich. Nein, gibt es natürlich nicht. Warum zum Teufel gibt es die aus dem gleichen Set nicht auch in der gleichen Farbe?
Ganz komisch. Ach Mann. Das ist immer dieses Sims 4-Dilemma irgendwie. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Was kommt denn hier mal rein? Kochlöffel sind gut. Eine Dunstabzugshaube ist gut. Die hier könnte man noch eigentlich mal benutzen. Nicht in der Höhe, aber vom Prinzip zumindest. Doch, die kann man jetzt benutzen. Jetzt wäre es natürlich wirklich gut, wenn irgendwie alles hier mal zusammenpassen würde von den Farben her. Und dann wird das halt schwarz. Und so vielleicht. Muss die denn so groß sein, die Küche? Na, eigentlich. Eigentlich ganz gut. Ich würde hier diese Brotbox noch mit reinpacken. Die finde ich ganz cool. Und was könnte man denn hier noch reinpacken? Ehrlich gesagt, ich finde die Blumenleiter gerade ziemlich cool. Wie wär's? Die in so einem Braunton oder so? Zack. Die finde ich echt ganz cool. Wein, beziehungsweise Saft liegt hier noch rum. Und theoretisch könnte man sich das noch für draußen überlegen. Das packe ich jetzt auch einfach mal hier mit nach draußen. Ich benutze gerade per Zufall eigentlich ziemlich viele Basisspielobjekte, warum auch immer. Und ansonsten, der hier ist irgendwie ganz cool. Wir müssen ja jetzt auch nicht die ganze Küche mit irgendwelchen Krams vollstellen, aber das hier passt farblich gut. Das gefällt mir. Es gibt natürlich. Oh wow, es gibt doch die passenden Theken, aber. Hä? Es gibt jetzt nicht. Warum? Warum gibt es denn da jetzt so viel mehr Farbalternativen? Das verstehe ich nicht. Ja, das. Irgendwie. Das passt doch gar nicht vom Farbton, oder? Das soll beides grau sein, aber ist es nicht wirklich? Oder ist es mit ohne vielleicht sogar besser? Muss ich mir noch überlegen. Das Fenster hier ist irgendwie unsymmetrisch. Machen wir es weg. Oder andersrum. Die Theken kommen nur hier nach oben. Also hier hin. So könnte man es ja vielleicht auch machen. Nein. Das macht keinen Sinn, aber denke, dass es so aussieht, als wäre es irgendwie so mit eingebaut. Kann man hier noch so eine hinsetzen? Doch, ich mag die Küche eigentlich gerade sogar ganz gerne. Doch, die sieht doch irgendwie ganz cool aus. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man jetzt hier noch aus coole Küchen. Gab es doch dieses kleine Bücherobjekt. Das hier habe ich gemeint. Das packe ich hier jetzt einfach nochmal mit rein. Und vielleicht so einen kleinen Tisch so zum Sachen abstellen oder so könnte man hier noch mit reinpacken. So, und dann einen Stuhl noch dazu. Wahrscheinlich vom Stil passt es jetzt alles nicht so grandios zusammen. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Oder wir stellen uns jetzt einfach vor, dass die hier noch einen Stuhl mehr gekauft haben und den jetzt hier einfach mit in die Küche gepackt haben. So, oder? Finde ich ganz süß. Und weil ich hier gerade so im Deko-Modus bin. Coole Küchen. Alles. Packen wir hier doch noch dieses Deko-Objekt an die Decke. Das finde ich eigentlich auch ganz schick, das passt hier super rein. Doch, mir so finde ich das eigentlich ganz süß hier unten. Jetzt könnte man theoretisch noch was machen wir denn hier? Es muss hier noch so ein kleines Bad rein. Mit
weißen Fliesen am besten. Oder diese hier. Die hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Doch, die mag ich. Die packen wir hier mal mit rein. So. So blaue Fliesen dazu. Und wir brauchen Beleuchtung, weil sonst wird es hier ganz schön duster, wenn man da pinkeln geht. Zack. Was haben wir denn? Achso, hier haben wir überall diese großen Bögen genommen, die ich ganz gerne mag. Packen wir hier. Irgendwie wäre es ganz witzig, wenn die Türen so ein bisschen verranzt sind. Ich packe jetzt hier mal diese etwas kaputteren Türen rein, einfach weil ich die doch gerade ganz gerne mag. Und ins Bad kommt. Was kommt denn mal ins Bad? Warum haben wir eigentlich so viele Toiletten? Gibt es irgendjemand von euch, der einfach alle verschiedenen Toiletten durchgeht und sich überlegt, was könnte man denn hier für Toiletten reinpacken? Einfach so ein kleines, aber feines Bad, das braucht man ja auch immer irgendwie. Ein Waschbecken gibt es nicht ganz so viel. Aber auch irgendwie genug. Das hier finde ich sehr cool. Schade, dass es davon nicht noch irgendeine passende Thekenversion oder so gibt. So vielleicht. Und kommt hier noch so Handtücher dazu in dieser Farbe. Und die Sims müssen sich ja auch irgendwie hier selber helfen. Ist euch schon mal aufgefallen? Ich glaube, das war sogar mit einem Update, haben die Entwickler einfach Klopapier eingeführt, was quasi auf der anderen Seite so aufgerollt ist. Warum? Das ist so sinnlos. Es kann, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich mit einem Update war, aber das fand ich auf jeden Fall richtig witzig, dass es da eine Farbkombination gibt, bei der das so umgekehrt ist. Den finde ich genial. Ja. Wie kann man denn diesen Stil beschreiben? Weil hier ist es... Jawohl. Doch. Und wisst ihr was? Mir kommt gerade diese Idee mit dem... Es gab doch dieses eine Bild da aus... Bilder. Deko. Bilder. Ich meine... Nein. Irgendwie... Nee. Ja, das... An das habe ich eigentlich wegen der Farbe gedacht, aber... Ach komm. Haben die einfach... Nein, das wollte ich nicht. So ein riesiges Bild im Bad hängen. Vielleicht mache ich das auch nachher wieder weg. Mal gucken. Je nachdem, wie viele Leute sich beschweren. Ah, ich muss mal so ganz schnell mich ein bisschen strecken hier. So. Wir machen gleich weiter. Millie sagt, dass ich richtig gut bauen kann. Das freut mich natürlich. Also ich denke, in der Inneneinrichtung so schlecht sieht es bestimmt gar nicht aus, aber... So vom Äußerlichen ist es jetzt vielleicht nicht das schönste Haus, was ich jemals hingezimmert habe. Aber ja, vielen Dank für das Lob. Das freut mich natürlich. Wie machen wir denn mal weiter? Ich würde sagen... einen Moment. So, jetzt. Wie machen wir denn mal weiter? Ich würde sagen, wir packen... Jetzt muss ich den natürlich auch wieder suchen. Gehen wir mal aufs Basisspiel. Es gab doch diesen Hutständer und Klamottenhaken. Den würde ich hier mal aufstellen. Wo auch immer der war. Ups, jetzt mache ich hier mal alles kaputt. Und das Schuhregal. Ja, das kann man hier doch ganz gut reinpacken. Komm, vielleicht... Ah, man könnte hier noch diesen Dreierspiegel hinpacken. Den hier. Passt es doch. Braucht es hier gar nicht so viel. Und vielleicht hier so eine Leuchte. Könnte man sowieso hier noch ein bisschen überall mal mit reinbauen. Auch hier noch. Ich finde, sowas ist immer ganz realistisch, weil es ja auch Leute gibt, die so diese Art von Lampen einfach mal überall in ihrer Wohnung hängen haben.
packen wir die hier überall mal mit rein. Ups, nein, am Boden eher nicht. Aber wir packen dann hier, könnte man auch noch so eine Pflanze mit reinstellen. Ich mag ja es einfach irgendwie überall noch so eine Pflanze mit reinzupacken. Die hier finde ich super schick. Ich glaube, wenn man das in echt so hätte, würde man das alles hier noch so ein bisschen weiter nach links stellen. Und mir gefällt die Farbe noch nicht so ganz. So, passt doch. Wenn man dann hier nach oben geht, stößt man auf hässlich tapezierte Wände. Das soll natürlich nicht so sein. Jetzt ist es besser. Wäre es, wenn wir einfach hier oben auch nochmal so... Nee, das ist irgendwie auch eine komische Idee. Oder, nein, wir machen es einfach so. Zack. So sieht das doch gleich irgendwie besser aus. Klaue ich mir hier den Backstein und pack den hier oben nochmal dran. So. Ich mag das. Doch, das finde ich ganz gut. Und dann könnten... Ich platziere auch ultra selten so Stehlampen. Das könnten wir jetzt eigentlich hier auch nochmal hinpacken. Die ist ja extrem hässlich. Und die extrem unrealistisch. Und die extrem altertümlich. Deswegen eine passendere Lampe. Die hier, nein. Das ist ein Basisspiel, aber die... Ja, nehmen wir einfach die hier. Die passt doch. Vielleicht ein paar Bilder würden den Wänden hier auch ganz gut tun. Oder vielleicht sogar noch ein Fenster. Das müsste ich mal schauen. Bei mir ist in jedem Raum eine Pflanze in die Sims 4. Ja, so geht es mir manchmal auch. Das ist eigentlich doch immer eine ganz, ganz schlaue Idee. Was packen wir denn hier überall mal hin? Jetzt finde ich hier kein passendes Bild. Schwierig. Ach man, es müssten echt die Bilder nochmal in so eine Unterkategorie mit Stickern geordnet werden. Oder man könnte, stellt euch mal vor, man könnte die Objekte quasi gruppieren und so all den ganzen Quatsch, den man gar nicht braucht, irgendwie ausblenden oder so. Das wäre irgendwie auch eine coole Ergänzung. Ach man, das ist alles irgendwie so ein bisschen unbrauchbar hier für die Wände. Manches ist auch so bieder, das könnte man in so eine Arztpraxis oder so hängen. Aber nicht in seine eigene Wohnung. Nein, nein. Hier, das sieht echt aus wie so ein Bild, was man sich, oder das hier, was man sich so in die Arztpraxis hängen würde. Das finde ich super. Ich glaube, jetzt haben wir was gefunden. Das machen wir, hängen wir jetzt einfach hier so an die Wand. Das finde ich ganz angenehm. Und ich glaube, der Greenscreen wird heute auch nicht mehr besser. Die Badewanne, irgendwie wäre das schon witzig, aber nein. Die hier ist richtig cool. Die muss ich unbedingt platzieren. Dann kommt die Leuchte quasi hier hin. Wow, doch, das finde ich cool. Und... Nein, aber hier so. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir dieser Flur ganz gut so. Könnte hier noch irgendwie so einen Teppich hinlegen. Im Flur würde das Bild aus Großstadtleben passen. Nein. Irgendwie, also nicht auf das Bild aus Großstadtleben bezogen, sondern eher auf das hier. Schauen wir gleich auch nochmal. Hier ist ein Läufer, der ins Nichts läuft. Das passt ganz gut zur Pflanze, aber es ist irgendwie ein bisschen eng, oder? Bilde ich mir das nur ein? Ach, das passt doch auch ganz gut. Doch, der Flur, den finde ich eigentlich auch ganz schick. Und wir packen jetzt hier, gehen wir mal weiter und setzen hier eine coole Dusche ein. Inwiefern eine Dusche auch immer cool sein kann. So... Ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Und eine Toilette brauchen wir noch, die unrealistischerweise mal an der Scheibe steht. Vielleicht gehen die Rohre ja auch so direkt nach unten. Das kann ja auch sein. Eine Tapete sollten wir vielleicht auch noch verwenden.
Sonst wird es ein bisschen komisch. Die hier finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Auch hier brauchen wir dann natürlich wieder die passende Deko. Die Sims sollen sich ja auch abtrocknen können. Vielleicht könnte man hier auch einfach so einen Wäschekorb hinstellen. Hier. Zack. Ja. Und sonst ein Waschbecken. Ich würde die türkisen Fliesen machen. Sind das denn die... Oder welche hast du denn gemeint? Doch, ich finde... Boah, nein. Welche sind denn hier noch so türkis? Ach, ich glaube, die sind doch ganz gut, oder nicht? Und an Waschbecken. So. Vielleicht hängen wir hier nochmal einen coolen Spiegel auf. Jetzt wird hier schon darauf hingewiesen, dass wir noch eine Waschmaschine brauchen. Das ist eigentlich richtig. Ich frage mich gerade bloß, wo wir die hinplatzieren sollen. Ansonsten bleibt es vielleicht ein bisschen unlogisch. Oh, der Spiegel ist auch cool, aber ich will nicht unbedingt den gleichen Spiegel wie unten verwenden. Hier einfach so eine Schneeflocke in der Luft, Luft schwebt. So. Ein Wandspiegel macht jetzt nicht so viel Sinn. Na, der ist leider zu hoch. So finde ich das eigentlich ganz cool. Oder? Doch, den mag ich eigentlich auch ganz gern. Und eine Klopapierrolle brauchen wir noch. Wäschekorb. Schade, dass der nur Deko ist und man den eigentlich gar nicht benutzen kann. Ach, das ist auch wieder so doof. Ich glaube, ich mache mal Trick 17 und... Was? So. Ich platziere den hier. Ja, so, jetzt ist ganz gut. Der hier kann auch nochmal in irgendeiner knalligen Farbe sein. Ich mag die Lichteinstrahlung hier durch die Fenster. Das gefällt mir ganz gut. Und. Aber weil wir es können, hängen wir hier noch ein bisschen mehr Deko hin. Das hier wäre irgendwie auch ganz lustig noch. So. Obwohl das ist ein bisschen... Machst du das vielleicht doch noch ein bisschen voll hier? Nee, im Schlafzimmer wäre das ein bisschen merkwürdig. Doch, das gefällt mir auch ganz gut. Ich finde, jeder Raum... Ja, okay, nein, nicht jeder Raum. Aber die haben irgendwie so alle ihre eigene Akzentfarbe. Hier ist so dieses Braun, hier ist dieses Blau, hier ist es dieses... Das ist da. Dieses Grün so ein bisschen vielleicht. Und hier auch so dieses Grün. Vielleicht könnte man auch hier dieses Grün nochmal aufgreifen, wenn es das hier gibt. Ja. Ja. Ups. Stimmt, das heißt der Sommersitz. Da machen wir einfach den... Sind wir ganz kreativ. Oder machen wir den... Oder machen wir den Kältesitz draus. Das finde ich lustig. Der Kältesitz. Perfekt. Machen wir doch einfach hier mal mit dem Zimmer des Kleinkinds weiter. Ich glaube, hier würde ein Kleinkind wohnen. Mit aber gut verputzten Wänden. Oder die Tapete? Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Irgendwie finde ich die ganz cool. Kinderzimmer. Oder soll's stimmen? Schreib mal ganz schnell in den Chat. Sollte hier ein Kleinkind oder beziehungsweise ein Baby oder Kleinkind oder Kind wohnen? Das könnt ihr mir jetzt ganz gern mal reinschreiben. Einfach mal schnell in den Chat hauen und dann werde ich das wahrscheinlich dann machen, was so gewinnt. Wohl, ein Kamin in einem Kinderzimmer ist auch keine gute Idee, ehrlich gesagt.
nicht so schlau. Kleinkind. Ja, Sophie hat es auch gerade schon gesagt. Eigentlich keine gute Idee. Machen wir es mal weg. Oder sagen wir einfach, ist es egal und das ist nicht unbedingt realistisch. Oder vielleicht ist es ein spezieller Kamin, der nur durch mit so einem Schlüssel, mit so einem Sicherheitsschlüssel aktiviert werden kann oder so. Das wäre auch ein bisschen verrückt. Okay, ich glaube, Kind geht schon mal in Führung hier im Chat. Älteres Ehepaar. Ja, das ältere Ehepaar wohnt dann, hat hier sein Zimmer. Ich glaube, mittlerweile ist hier außen echt alles, alles zugeschneit. Dann machen wir es so. Dann packen wir hier ein Kinderbettchen hin. Die sind irgendwie alle hässlich. Das gefällt mir auch nicht so ganz eigentlich, oder? Gefällt mir das? Ja, so vielleicht. Doch, das ist irgendwie doch ganz lustig. Und wir haben ja sogar einen passenden Schreibtisch. So. Oder? Ist das das gleiche Holz? Ja, eigentlich schon, oder? Ach, der aus Mein erstes Haustier, der lustigerweise ganz per Zufall perfekt zu dem aus Hunde und Katzen passt. Wie auch immer das gehen kann. Hm, wenn sonst nie der Fall ist bei den Objekten. Und sonst... Was passt denn hier farblich mal einigermaßen dazu? So, ist einfach irgendwie... So wäre es irgendwie auch ganz cool. Dann... Nimm lieber ein normales Einzelbett, die sind schöner. Ehrlich gesagt mag ich das Bett doch so ganz gern. Ich finde es eigentlich ganz cool. Wie hast du die Sims 3 Musik in die Sims 4 reingebracht? Eigentlich, ich höre gar keine Musik, sondern die hört nur ihr, weil ich die in meinem Aufnahmeprogramm mit reingepackt habe. Also ihr könnt euch über die Sims 3 Musik freuen. Ich habe Totenstille. Bis auf die Soundeffekte. Das muss ich nächstes Mal vielleicht auch wieder anders machen. So. Nee, ist das zu eng? Nee, ich glaube, nee, wenn wir da jetzt noch eine Kommode hinstellen, dann wird es hier gar nichts mehr. Deswegen kommt da hier so eine hin vielleicht. Ist ein bisschen arg schickimicki. Bekommt man ja Angst. Die hier würde ich eigentlich spontan gerne nehmen, weil ich die ganz schick finde. Aber ich glaube... Obwohl doch, klar passt das. Oder? Nee, passt nicht. Sieht irgendwie komisch aus zusammen. Irgendwas stört mich. Ich glaube, der muss echt weg. Und der Boden gefällt mir auch nicht so richtig. Müssen wir hier nochmal schnell ein paar Sachen ändern? Ja, so ist schon besser. Und der hier... So, ja. Und vielleicht müssen wir das Bett doch woanders hinstellen. Es wurde ja gerade komplett alles, der ganze Plan umgeworfen. Vielleicht packen wir das Bett auch einfach dahin. Und den Schreibtisch dann hier so hin. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. So, ja, jetzt sieht es schon irgendwie ein bisschen sinnvoller aus. Ach man, ja, vom Holz werden wir jetzt auch nichts Zugehöriges finden. Was soll das hier eigentlich für ein Material sein? Ist das auch... Soll das Holz darstellen oder ist das eher Plastik? Was ist das denn für ein Material? Ich kann das null einschätzen, so wirklich. Oder wir packen ihn einfach hier rein. So ist es vielleicht auch ganz sinnvoll. Ist hier so die kleine Umziehecke.
Theoretisch könnte hier auch so ein. Was für die Katze rein? Ist das alles für Hunde oder ist das auch. Ups. Für Katzen? So ein Trainingslager für die Katze wäre irgendwie auch ganz lustig. Ah, schwierig. So, was könnte man denn hier noch reinpacken? Ich einfach so ein Blumenkübel. Und Spielzeug brauchen wir eigentlich noch. Oder auch so ein Regal mit Zeug zum Lesen. Ja, das ist alles nur für Kinder. Packen wir hier so ein bisschen Spielzeug hin. Nur für Kinder. Doch, das Zimmer finde ich auch ganz gut. Man könnte jetzt hier noch, ja, stimmt, eine Kinderlampe wäre ganz gut. Und was ich mir noch gedacht habe, ist, ich muss noch mal ganz schnell versuchen, das mit dem Licht abzuändern. Ups. Jetzt ist es ganz schlecht. Jetzt kann man den Greenscreen im Hintergrund gut sehen. So vielleicht. Jetzt flackert hier mein Gebäude, aber dafür kann man den Hintergrund gut sehen. Ja, das passt auch nicht so richtig. Sims-Poster. Das finde ich ganz cool. Das finde ich wirklich ganz cool. Packen wir das hier noch rein. Es muss ja auch ein bisschen nach Kinderzimmer aussehen. Da hat er hier so ein Plakat hängen mit den Void-Kreaturen. Das mag ich auch. Also ich glaube so Kinderposter und sowas haben wir doch schon einiges. Vielleicht hat er auch zu Weihnachten die Katze bekommen. Man sollte ja keine Haustiere schenken, aber ich meine, wenn sich das Kind das schon ganz, ganz, ganz lange gewünscht hat, dann. Außerdem sind wir hier in Sims, da ist es sowieso egal. Eigentlich mag ich das Zimmer. Ich finde, doch jeder Raum hier hat irgendwie immer so seine eigene farbliche Gestaltung, so ein bisschen. Können noch so Bücher hin. Und vielleicht noch ein bisschen Licht ist auch ganz gut. Puh. Jetzt streamen wir schon ein bisschen. Aber jetzt bin ich eigentlich gerade ganz motiviert. So eine Lichterkette finde ich eigentlich auch ganz cool. Vielleicht sogar irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sieht gar nicht so schlimm aus, finde ich. Ist das. Ja, doch, das sind schon echte Lichter, die auch wirklich funktionieren. Könnt ihr auch noch so Vorhänge dran machen? Vielleicht in einer anderen Farbe? Irgendwas, was sich nicht ganz so beißt? Irgendwie so. Doch, ich glaube. Das Kinderzimmer gefällt mir ganz gut. Jetzt packen wir hier noch so einen Teppich rein. Irgendwie finde ich den witzig. Packen wir den mal rein. Ich persönlich würde den Schreibtisch neben das bodentiefe Fenster stellen, sodass man beim Arbeiten einen tollen Ausblick hat. Hat man denn da einen tollen Ausblick? Ja, das Problem ist bloß, ich bin der Meinung, hier irgendwas reinzubekommen ist dann ein bisschen schwierig. Ich mag die Aufteilung eigentlich ganz gern. Stimmt, hast du schon ein Katzenklo? Ja, das ist richtig. Wir brauchen noch ein Katzenklo, natürlich. Danke für den Hinweis. Ist es komisch, wenn man neben der Katze aufs Klo geht? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ach, in Sims. Also, sind wir nicht so. Dann packen wir hier noch ein Katzenklo hin. Und dann machen wir noch das Schlafzimmer der Eltern. Huch, ach so, die Säule sollten wir vielleicht auch mal wieder richtig hin platzieren. So, gut.
passt es hier auch. Dann haben wir noch das Zimmer der Eltern vor uns und dann sollten wir uns noch um den Garten kümmern, dann wären wir eigentlich schon eigentlich durch. Schlafzimmer, Schlafzimmer. Puh, wo packen wir denn jetzt hier irgendwas, was zusammenpasst rein? Nein, das nicht. Das ist jetzt aber auch irgendwie schwierig. So. Ja, ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg, wie man hier irgendwie irgendwas noch unterbringen kann. Gibt es den? Oh ja, den gibt es sogar in einem passenden Farbton. Ich habe eine Idee. Wenn das hier rot ist, dann machen wir einfach die Wand hier auch rot. Ich sagte, die Wand auch rot. So. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Und dann gibt es noch eine... Spielsachen haben wir schon. Da gibt es hier ein paar kleine Sachen, mit denen man spielen kann. Und... stellen wir doch noch einen Spiegel auf. Spiegel im... Elternschlafzimmer ist vielleicht immer ganz gut. Das wird hier vielleicht ein bisschen eng. Wir haben ja auch nicht so viel Platz in dem Zimmer. Also eigentlich schon. Aber so wie das hier gemacht ist, ist es natürlich nicht so gut. Ist den in einer coolen, schönen Farbalternative? Jetzt so ein Rot-Weiß? Rot-Grau? Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass hier Stein dran ist, obwohl es nicht so schlimm aussieht. Macht irgendwie keinen Sinn. Ich würde sagen, da suche ich mir lieber eine Tapete bei der... Ja, so eine, die ist vielleicht besser. Haben wir sogar noch Geld rausbekommen. Ups, jetzt ist natürlich auch die rote Wandfarbe weg. Ziehen wir die wieder rein, so. Und jetzt lege ich hier noch einen digitalen Teppich rein. So vielleicht. Ja. Ich könnte man hier auch noch so eine Stereoanlage reinpacken. So eine Jukebox wäre irgendwie auch witzig. Ah ja, die Duschwannen, stimmt, die funktionieren gar nicht richtig, aber ich denke mal, mit einem der nächsten Updates sollten die dann auch wieder normal funktionieren, auf jeden Fall. Puh, was machen wir denn hier hinten mal? Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen überfragt. Ein Schreibtisch, ja stimmt, einen Schreibtisch könnten wir noch reinpacken. Habe ich vorhin auch dran gedacht, aber habe ich dann doch nicht gemacht. So, den hier vielleicht, den finde ich spontan ganz gut. Obwohl es hier wieder auch ein bisschen eng wird. Das sollte aber noch passen. Muss man halt, kann man halt nicht gleichzeitig am Schreibtisch sitzen und arbeiten mit den Büchern im Regal. Es beißt sich ganz schlimm. So, vielleicht. Und dann packen wir noch eine Lampe auf den Schreibtisch. Und wir brauchen noch ein bisschen Deko. Das Ganze soll ja auch so aussehen, als würde da wirklich jemand drin wohnen. In Filmen finde ich das auch immer total krass. Da basteln die dann ja auch immer ganz viel Deko-Krempel, den die dann da in die Wohnung reinsetzen. Da wird sich auch immer richtig viele Gedanken gemacht, was die Schauspieler, die da drin wohnen, in Anführungsstrichen, dann quasi für eine Persönlichkeit haben und dann wird das alles natürlich angepasst. Also so finde ich das eigentlich doch ganz gut. Ich glaube, ja, was könnte man denn irgendwie... Hier wäre es, wenn wir quasi den hier nehmen, den braun machen und dann hier so hinhängen. Ja. Doch, das finde ich eigentlich so ganz gut. Jetzt würde ich aber noch... Das ist echt
eigentlich ein ganz kleines, süßes Häuschen geworden, finde ich. Das hier ist natürlich alles noch ein bisschen. Was eigentlich? Da war doch mal auch ein Balken. So. Zack. Zack, zwei. Jetzt könnte man hier. Eine Waschmaschine wird sich noch gewünscht. Das Problem ist bloß, wir haben ja eigentlich gar keinen Platz mehr. Und jetzt, ich glaube, im Keller würde ich ja platztechnisch eigentlich auch nicht mehr richtig reinpassen. Wir können jetzt hier natürlich theoretisch, sollen wir einfach die. Ja, machen wir es so vielleicht. Machen wir es so. Dann kommt. Wo sind denn die Waschmaschinen untergeordnet? Sind die. Also hier. Eigentlich gehören die doch ins Bad. Die Frage ist bloß, wo. Oder ist es auch Deko quasi? Wahrscheinlich sind die hier gar nirgends drunter geordnet. Waschtag. Achso, ich wollte auf alle anzeigen, so. Und packen wir halt noch eine Waschmaschine rein. So, gut, haben wir das auch geschafft. Mal sehen, braun. Jetzt wäre es doch irgendwie. Kann man? Nee, schade. Das wäre jetzt cool, wenn man, wenn es quasi noch so eine Einbauvariante davon gäbe. Das wäre irgendwie auch ganz cool. So, dann machen wir hier noch den Außenbereich. Der Schnee verhält sich irgendwie so komisch. Jetzt sind. Huch, irgendwie kommt mir dieser Tisch unfassbar klein vor, aber der ist. Glaube ich, oder? Der sieht so winzig aus, oder sehe ich nur so, das so? Das kann natürlich auch sein. Machen wir hier noch. Nee, irgendwas stimmt hier doch nicht. Jetzt müssen wir sowieso den bb.moveObjectsCheat wieder ausmachen. Nee, irgendwas stimmt hier auch nicht. Den hier finde ich eigentlich ganz cool. So. Dann. Oh Gott. Würde ich sagen. Gehen wir hier nochmal. Irgendwie jetzt kann man echt ganz gut das Geländetool einsetzen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Der Teppich hatte keine Lust auf die Anpassung. Warum auch immer. So, Teppich wieder zurück. Ja, setzen wir hier halt noch ein paar Bäumchen hin. Jetzt für die Außengestaltung habe ich gar nicht mehr so einen guten Plan, muss ich zugeben. Hier sind ja sowieso keine Blätter dran. Obwohl hier auch so einer wäre eigentlich auch ganz schön. Und die auch in der Umgebung rumstehen, die sind ja aus Outdoor-Leben. Die Tannen hier. Machen wir es mal einigermaßen realistisch. So. Und ach, das mit dem, dass jetzt alles so eingeschneit ist, ist natürlich ein bisschen doof. Aber naja. Jetzt könnten wir hier theoretisch noch das aus Zeit für Freunde hinsetzen. Ich wollte eigentlich jetzt hier die Grillstelle haben. Wo ist die denn? War denn noch mal die Grillstelle? Die müsste hier eigentlich auch. Ich gehe mal schnell hier und dann auf Fähigkeiten. Und ich passe hier noch mal ganz schnell. So, jetzt. Nee, naja, egal. Lassen wir das einfach. Fähigkeiten. Wo ist die denn? Ihr wisst, was ich meine, oder? Also eine Garage mit einem Auto will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht platzieren. Ich finde jetzt nicht, dass das hier so zum. Nee,
ich finde nicht, dass es hier so zum Stil passt. Ehrlich gesagt. Ach, hier sind sie. Die habe ich gesucht. Baby Move Objects. Ach man, habe ich mich schon wieder verschrieben. Ja, habe ich. So, jetzt aber. Nein, das ist viel zu groß. So. Doch, und jetzt könnte man hier noch quasi mit den Pflanzen hier einmal rumgehen. Oder? Könnte man schon machen. Ich denke, wenn ich demnächst auch mal wieder streamen sollte, falls es mal wieder eine News oder eine Maxis Monthly gibt, dann mache ich das mit der Facecam öfters, weil ich das jetzt eigentlich echt ganz witzig fand. Und ja, schauen wir mal, was es dann noch so weitergeht. Ist jetzt nicht so platzsparend, aber eigentlich brauchen wir hier sowieso nicht so viel Platz. Ich platziere die jetzt nur mal passend der Drehung nach. So, irgendwie. Ich finde, das muss hinten gar nicht so offen sein. Ups. So, jetzt könnte man hier noch so kleine Büsche und Pflanzen platzieren. Irgendwie so. Huch. Ich glaube jetzt, doch, ist es doch ganz gut geworden. Jetzt gefällt mir die Rückseite auch wieder besser. Vielleicht, was, also das hier mit dem Dach finde ich noch nicht so schön. Nein. Das sollte... Wie macht man das denn, dass es da perfekt... So. So. Jetzt... Ah nee, jetzt passt immer noch nicht ganz gut. Das wäre auch cool, wenn man quasi so die Eigenschaften von... Von den Dächern sollte man irgendwie kopieren können. Ja, das passt schon so irgendwie. Ja, aber doch, ich glaube, das Haus ist doch jetzt eigentlich ganz, ganz lustig geworden. Hier, der Teppichfliese Staubknäuel beschwert sich darüber, dass die Leute eine CO2-Vergiftung bekommen. Ja, bei den Sims gibt es das gar nicht. Ich finde, mir gefällt es echt, oder sollen wir es einfach wegstellen? Könnte natürlich ja auch noch so einen kleinen Gartenbereich machen. Jetzt schwebt das Ganze hier ein bisschen. Nee, eigentlich gefällt mir das so ganz gut, dass das hier so, ich weiß nicht, so drunter ist. Von der Außengestaltung ist es natürlich jetzt nicht so grandios, aber... Ja, dann setze ich hier den Techtelmechtelbusch, könnte man noch hier hinsetzen. Und vielleicht noch so ein paar kleinere Pflanzen platzieren. Die Betonung liegt auf kleineren Pflanzen. Wo sind die denn hier so? So Gemüse allgemein. Irgendwie so. Quasi so kleine Grasfelder hier. So. Vielleicht hier noch so lang. Huch. Das ist jetzt ein bisschen viel. So. Und bekommt das hier Ganze noch ein bisschen Struktur und sieht vielleicht noch ein bisschen realistischer aus. Doch, so mag ich das eigentlich ganz gern. Ist immer so, wenn man ein bisschen den Garten noch gestalten will. Ich muss mich gerade ein bisschen, was heißt konzentrieren? Eigentlich ist es jetzt nicht so eine schwierige Aufgabe, aber... Lavendel.
Lavendel sieht man im Winter ja sowieso nicht so richtig. Das finde ich ein bisschen schade, dass es da keine Möglichkeit gibt, irgendwie mal den Schnee auszuschalten. Weil jetzt würde ich hier natürlich auch gern noch einen Boden legen. Aber ich weiß, wenn ich jetzt hier meinen Stein platziere, ich habe keine Ahnung. Ja, der läuft jetzt hier so lang, aber so richtig sehen tut man den jetzt auch nicht. So, das gefällt mir doch jetzt eigentlich so ganz gut. Es wird sich noch ein Pool gewünscht, aber ich finde, das passt zu der Art vom Haus nicht so wirklich. Aber ich hatte schon ganz gute Vorschläge. Ich glaube, das Katzenklo hätte ich sonst wirklich vergessen. Gibt es mit der Katze vielleicht ein paar Probleme? Ja, und das. Ach, das ist auch noch ganz schön. Ich glaube, das platziere ich jetzt nochmal schnell hier. So, und hier, zack. Süß. Vielleicht hier auch so eine Reihe. Wie heißt die? Die Pferdeboxkiste? Doch, okay. Gut. Ja, doch, das gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Was meint ihr? Außen ein bisschen weniger als innen, muss ich sagen. Also außen bin ich immer noch nicht der große Profi-Gestalter, aber von innen finde ich es eigentlich ganz witzig. Oder? Was meint ihr? Hier könnte wirklich so ein älteres Ehepaar mit ihrem Sohn oder so wohnen oder der Tochter. So stelle ich mir das eigentlich ganz gut vor. Ja, dann gibt es noch irgendwas, was man verbessern könnte? Ja, das eigentlich schon. Mich würde es echt interessieren, wie es jetzt noch im Sommer aussieht. Da schaue ich nochmal. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit diesem kleinen Bau-Livestream. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich vielleicht noch ein paar Details verbessere und vielleicht mache ich den Garten noch ein bisschen hübscher. Das schaue ich dann nochmal. Dann bessere ich nochmal diese kleinen Details auf. Also, ich fand es mit dem Stream jetzt hier mit der Facecam eigentlich echt ganz lustig aus. Ich soll das Raster nochmal ausstellen, dann zeige ich nochmal schnell die Wohnung währenddessen. Ja, mit dem Stream mit Facecam war jetzt auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt neu. Aber auf jeden Fall ganz lustig eigentlich. Das mit dem Hintergrund wird nächstes Mal hoffentlich besser. Und ja, das ist hier unten ist die Toilette. Dann geht es hier oben weiter. Über den Gang ist hier das Bad und das Zimmer der Eltern und das Zimmer des Kindes. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, ich schaue nochmal, vielleicht lade ich nochmal ein Bild auf Instagram hoch, wenn ich das komplett fertig gemacht habe. Oder ich schaue nochmal, was ich verändere. Dann lade ich es auch auf jeden Fall in der Galerie hoch. Dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, mein Meisterwerk auch runterladen. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein und fürs mit kommentieren. Das war eigentlich echt ganz hilfreich. Jetzt habe ich doch noch ein paar Sachen verbessern können. Und ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein und dann bis zum nächsten Video oder Stream. Tschüss!